Es ist egal, wie viele Elektroautos auf den Straßen mal sein werden. Also mit anderen Worten, weg ist weg. So, jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage. Was kostet das? Gehe ich da jetzt zu Penny, Aldi oder Lidl und kaufe mir so ein Zertifikat? Es ist nicht ganz so vorgesehen, dass da Individuen oder auch Unternehmen auf freiwilliger Basis mitmischen. Die Tonne wäre auch so vermieden worden, selbst wenn jemand nicht gespendet hätte. 2007 angefangen habe mit Elektromobilität und mit erneuerbaren Energien, wollte ich eigentlich nur ein bisschen Spaß haben und ein bisschen was fürs Klima machen. Und jetzt beschäftige ich mich mit solchen Themen wie europäischer Zertifikatehandel und all solchen Dingen. Und da ich da relativ wenig Ahnung von habe, habe ich mir einfach mal jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Hallo Henrik. Hallo Julian. Und Henrik, der kennt sich sehr genau aus mit diesem ganzen Thema europäische Zertifikate. Ach, du erklärst das nachher am besten selber, was es ist und wie es heißt, aber stell dich doch erstmal kurz vor. Ich bin Henrik, wohne in Berlin und bin seit 2017 bei Compensators engagiert. Wir machen das Ganze ehrenamtlich. Hauptberuflich bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, arbeite da zurzeit an meiner Dissertation und habe vorher Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften studiert, ein bisschen in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und bin jetzt aber wieder voll und ganz im Klimaschutzsektor aktiv. Und der Henrik und sein Verein sind der Meinung, sie sind der beste Verein, den es gibt. Das hast du vorhin gesagt. So ist es. Und, aber die machen echt was Besonderes für das Thema Klima und Klimaschutz. Und das wird er uns jetzt mal erklären. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann bleibt einfach dran. Henrik, ich kurze das einfach mal ab. EU-ETS. Es ist leichter für mich, das auszusprechen. Was steckt dahinter? Das ist ein Emissionshandelssystem, das ist verpflichtend für ungefähr 11.000 Kraftwerks- und Anlagenbetreiber in Europa, die für jede Tonne Emission, die sie verursachen, ein Emissionshandelszertifikat einkaufen und dann stilllegen müssen bei den europäischen Behörden letzten Endes. Dieses gesamte System deckt ungefähr gute 45% der Emissionen Europas ab. Und das funktioniert so, dass diese Kraftwerksbetreiber, wenn sie das Zertifikat dann eben einkaufen müssen, immer die Kosten vergleichen, die entstehen, entweder durch den Einkauf oder durch die Einsparung einer Tonne Emissionen. Sodass sie letzten Endes bei höheren Zertifikatpreisen gewillter sind, die Tonne einzusparen, weil es letzten Endes die profitable Option ist. Und diese Anzahl der Zertifikate, die jährlich zur Verfügung steht, die ist gedeckelt und dieser Deckel schrumpft von Jahr zu Jahr, sodass das Angebot verknappt wird, die Preise steigen und letzten Endes mehr und mehr Kraftwerks- und Anlagenbetreiber auf die emissionsärmeren Technologien und Prozesse umschwenken. Also ich versuche das mal zusammenzufassen und du sagst sofort Stopp, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle. Das heißt, es gibt für bestimmte Firmen, zum Beispiel Kraftwerksbetreiber, eine Deckelung der Menge an CO2, die sie emittieren dürfen. Stopp. Sie haben natürlich die Chance, diesen Deckel auszuweiten, indem Sie mehr dazu kaufen. Der Deckel besteht nicht pro Kraftwerksanlage, der besteht für alle Anlagen insgesamt für ein Jahr. Wobei eben auch Zertifikate, die nicht benutzt wurden, in die nächsten Jahre mit übertragen werden können und dann in der Folge wieder zur Verfügung stehen. Was gedeckelt ist, ist sozusagen das Budget dieser gesamten Kraftwerksbetreiber, Kraftwerke und Anlagen von heute bis zum Ende der Zeit, wenn du so möchtest. Also bis 2050, bis wir dann klimaneutral werden sollen. Okay, das heißt, es gibt also im Prinzip jetzt schon eine Projektion der Menge an CO2, die emittiert werden darf. Unter diesem Deckel darf sich das bewegen. Es kann schwanken irgendwie und das muss tendenziell weniger werden, bis diese Zertifikate irgendwie aufgebraucht sind. Richtig. Okay. Was kostet so ein Zertifikat? Also ist das, müssen Sie da richtig Asche auf den Tisch legen? Momentan bewegt sich der Preis bei über 50 Euro. Das ist relativ viel, insbesondere wenn wir das im Vergleich auf die letzten Jahre betrachten. Da war der Preis bis 2017 irgendwas zwischen 4 und 7 Euro. Da passiert natürlich herzlich wenig. Ja, also zum Beispiel die Autobauer, die fangen natürlich erst an bei Preisen jenseits der 100 Euro andere Prozesse, andere Technologien ins Auge zu fassen. Allerdings natürlich bei der Braunkohleverstromung beispielsweise können eben auch schon niedrigere Preise was bewirken. Und wir haben 2017 eine Reform im System gesehen, die ein paar neue Instrumente mit ins System eingebracht hat, wo dann eben der Durchschnitt der Marktteilnehmer davon ausgeht, dass in Zukunft eine größere Knappheit von Zertifikaten vorherrschen wird. Dazu kommen jetzt noch die verschärften Klimaziele der Europäischen Union. Und das alles zusammen hat eben einen enormen Preisanstieg in den letzten Jahren, aber insbesondere auch Monaten verursacht, sodass wir jetzt bei diesen 53 Euro, sind es glaube ich gestern gewesen, angekommen sind. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal gelesen oder gehört, da hat jemand gesagt, dieses Handelssystem, dieses Zertifikatesystem ist eigentlich das zentrale Instrument, um CO2-Emissionen innerhalb der EU runterzubringen. Stimmst du dem zu? Ja.
Es ist immer noch die Möglichkeit, dass es auch ein Hybridsystem gibt in naher Zukunft, wo eben dann auch mit festen Preisen gearbeitet wird. Das Zertifikatehandelssystem ist ein Mengensystem, da wird eben die Menge an Emissionen festgelegt. Das krasse Gegenstück dazu wäre eine CO2-Steuer, die arbeitet nur mit dem Preis, da ist die Menge ungewiss. Man kann natürlich auch Hybridvarianten schaffen, indem man Minimumpreise oder Höchstpreise eben formuliert. In diesem Korridor muss sich dann der Preis für die Zertifikate bewegen. Aber es hat eben enormes politisches Kapital gefordert, sich auf diesen Emissionshandel zu einigen. Der wird wahrscheinlich bestehen bleiben. Wenn ich also was für den Klimaschutz tun will, dann sollten A, die Zertifikate, wenn ich es verstanden habe, möglichst teuer sein, damit eben der Anreiz da ist, möglichst wenig davon kaufen zu müssen, oder die Emissionszertifikate einfach, die Menge, die da ist, einfach zu verringern. Und damit sind wir jetzt irgendwie so ein bisschen bei dem, was ihr macht. Euer Verein Compensators hat sich irgendwie, habe ich auf der Webseite gelesen, zum Ziel gemacht, Zertifikate aus dem Markt zu nehmen. Das ist eins unserer Ziele. Unser großes Ziel ist letzten Endes unsere Vision. Wir wollen beitragen zu einem klimaneutralen Europa. Und wir haben eine dreiteilige Mission. Eine Kernaktivität innerhalb dieser Mission ist sozusagen diese Schaffung eines zivilgesellschaftlichen Zugangs zu diesem europäischen Emissionshandelssystem. Es ist nicht ganz so vorgesehen, dass da Individuen oder auch Unternehmen auf freiwilliger Basis mitmischen. Wir haben dieses Angebot geschaffen, dass genau das möglich ist. Und flankiert wird das Ganze durch zwei andere Kernaktivitäten. Zum einen ist das unsere Campaigning-Arbeit. Wir sind uns dessen bewusst, dass Kompensation wichtig und richtig und auch gut ist, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also 2019 wurden, ich glaube, es waren 60 Millionen Tonnen weltweit freiwillig kompensiert. Das sind also alle Kompensationsmethoden, die man sich vorstellen kann. Das ist natürlich lächerlich. Im gleichen Zeitraum hat Deutschland allein 800 Millionen Tonnen emittiert. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir die Kompensation, die Stilllegung von Tonnen aus dem europäischen Emissionshandelssystem auch gleichzeitig in ein politisches Statement verwandeln. Das machen wir mit unserer Campaigning-Arbeit. Da wollen wir eben Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Und die dritte Kernaktivität ist die Bildungsarbeit. Da geht es einfach darum, dieses gesamte System, was, wie du ja gesagt hast, das zentrale Umweltschutzinstrument Europas ist, bekannter zu machen. Es kennen einfach viel zu wenig Leute und das wollen wir ändern. Hendrik, jetzt stehen wir ja hier, sagen wir mal, vor so einem Sinnbild der Energiewende von der historischen Mühle. Die hat natürlich früher keinen Strom erzeugt, aber immerhin Mehl. Wenn ich jetzt einen Beitrag dazu leisten möchte, dass weniger emittiert wird, dann kann ich natürlich in meinem privaten Bereich alles Mögliche machen. Aber ihr habt jetzt irgendwie in diesem ganzen Bereich der Kompensation ein System entwickelt, so habe ich es verstanden, um Zertifikate stillzulegen. Gehe ich da jetzt zu Penny, Aldi oder Lidl und kaufe mir so ein Zertifikat und packe das bei mir zu Hause in die Schublade, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das machst du bei Compensators, auf der Compensators Website. Aber letzten Endes ist das der Handelsplatz dafür, um unsere Infrastruktur zu nutzen. Ja. Das kann man mittlerweile auch über andere Anbieter machen, die unser Angebot nutzen. Und die Kernleistung, die Compensators erbringt, ist dann die Stilllegung dieser Zertifikate, wie du gerade gesagt hast. Also der Hintergrund ist der, dass jedes Zertifikat, was Compensators besitzt, natürlich nicht von diesen Kraftwerks- und Anlagebetreiber gekauft werden kann, sodass die dann letzten Endes eben mehr Geld dafür zahlen müssen, weil wir das Angebot verknappen. Oder wenn man ein ganz extremes Beispiel formulieren will, dann sagen wir, naja gut, es gibt eben nur ein Zertifikat am Markt, dann kompensiert das, kann es kein anderer kaufen, ergo sie müssen ihre Emissionen reduzieren. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, es gibt einen Unterschied zwischen Zertifikate stilllegen und Zertifikate löschen. Ja, Compensators hat bis 2017 Zertifikate gelöscht. Das muss man sich so vorstellen, dass wir die Zertifikate einkaufen. Die werden dann auf unser Konto im Unionsregister transferiert. Das ist die zentrale Aufbewahrungsstelle für alle Zertifikate im System. Und dort haben wir sie dann einfach gelöscht. Mhm. Das geht immer noch technisch, aber mittlerweile entfaltet das aufgrund von den letzten Reformen im System keine Klimaschutzwirkung mehr. Also man kann eben nicht garantieren, dass durch jedes gelöschte Zertifikat wirklich eine Tonne weniger insgesamt in Europa emittiert wird. Wir haben unsere Methodik angepasst. Wir nennen es Stilllegen. Letzten Endes ist es eine unbegrenzt lange Aufbewahrung von Zertifikaten. Das heißt, ich oder auch ihr könnt jederzeit zum Beispiel bei Compensators Zertifikate erwerben und ihr nehmt sozusagen bildlich gesprochen dieses Recht, innerhalb dieses Zertifikatehandels eine Tonne CO2 zu emittieren, ein Zertifikat, eine Tonne, packt das quasi bei euch in den virtuellen Safe und damit darf diese Tonne nicht mehr emittiert werden. So, jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, was kostet das? Du hast jetzt vorhin was gesagt von 50 Euro, 53 Euro kostet, das heißt eine Tonne wären jetzt 53 Euro. So ist es derzeit auf dem Spotmarkt, wenn man da die Preise einkauft. Wenn wir so ein Zertifikat kaufen, zahlen wir dazu noch Umsatzsteuer. Und wenn man dann eben das Zertifikat über unsere Website stilllegt, also die Zahlungsanbieter nutzt, die wir da eben anbieten, PayPal zum Beispiel,
bei dir. Dann zahlt man nochmal 2% obendrauf als Transaktionsgebühr, was dann letzten Endes PayPal zugutekommt. Compensate, das verdient dabei nicht. Wir alle arbeiten 100% ehrenamtlich und sind eben deshalb in der Lage, diese Emissionshandelspreise eben auch dann 1:1 weiterzugeben. Jetzt gibt es ja eine ganze Menge an ich nenne es jetzt mal Organisationen, die CO2-Kompensierung anbieten. Also es gibt, was weiß ich, Atmosphäre ist sehr bekannt, von der katholischen Kirche und. Was ist jetzt der entscheidende Unterschied zu dem System, wie ihr das macht? Ja, das ist eine gute Frage. Das sind wirklich, es scheint gleich, aber es sind zwei unterschiedliche Produkte letzten Endes, die da sozusagen ja, vermarktet werden. Was Compensate das macht, ist, dass wir an diesen fossilen Geschäftsmodellen von Großkonzernen in Europa nagen. Mhm. Wohingegen klassische Kompensationsanbieter, du nanntest jetzt Atmosphäre. Als Beispiel, ja. Die setzen dann die Klimaschutzprojekte in Ländern des globalen Südens um, wo dann letzten Endes die Einheiten, denen das zugutekommt, das sind dann zum Beispiel kleinbäuerliche Familien, für die dann eben ein Methanreaktor aufgebaut wird, sodass sie eben damit kochen können beispielsweise oder einen effizienten Kochofen verwenden. Und das eben, diese Maßnahmen, die nagen eben nicht an diesen Geschäftsmodellen. In unserer Methodik sind wir eben in der Lage, die ökonomischen Anreizstrukturen der europäischen Konzerne zu beeinflussen. Und wir von Compensate das denken, dass das besonders wichtig ist, gerade in Anbetracht der Verantwortung, die Europäer einfach tragen, aufgrund der hohen historischen Emissionen, aber eben auch aufgrund der hohen, derzeit noch hohen Pro-Kopf-Emissionen. Mhm. Komm, Henrik, wir flüchten mal vor dem Berliner Sommer und das Dach. Du wolltest aber noch was ergänzen zu dem Thema, was wir eben besprochen haben vor der Mühle. Genau, zu diesen wichtigen Unterschieden zwischen der Compensators-Methode und der Kompensationsausgleichsmethode der klassischen Anbieter. Und zwar ist das ein wirklich wichtiges, ein bisschen schwer zu verstehendes Thema. Das ist das Kriterium der Zusätzlichkeit. Also bei diesem freiwilligen CO2-Ausgleich muss man immer schauen, dass man nachweisen kann, dass ausschließlich durch die Leistung der Spendenden die Tonne vermieden wurde. Also dass zum Beispiel nicht jemand, sagen wir, in eine Windturbine investiert, die vielleicht eben auch mit klassischer Finanzierung hätte aufgestellt werden können. Mhm. Sodass man einfach sagen musste, die Tonne wäre auch so vermieden worden, selbst wenn jemand nicht gespendet hätte. Und da gibt es auch viele Studien dazu, die das untersuchen, dass unter vielen dieser Standards, die so existieren, diesen Ausgleich nachzuweisen, bei vielen Projekten zumindest angezweifelt werden darf, dass diese Zusätzlichkeit tatsächlich besteht. Und bei Compensate, das ist das zum einen lange nicht so komplex, diese Zusätzlichkeit nachzuweisen und zum anderen sehr wahrscheinlich, dass die Zusätzlichkeit tatsächlich existiert. Denn unsere Methodik ist einfach darauf angewiesen, dass der Zertifikathandel über die Zeit hinweg, also von jetzt bis ans Ende seiner Tage, also wenn die Emissionen auf Null sind, eine Knappheit generiert. Das heißt, dass Emissionen wirklich einsparen müssen, dass die Emissionspfade, die der Emissionshandel vorgibt, unter den Business-as-usual-Emissionspfaden der Unternehmen liegt. Und ist das so, ist das nicht so? Man kann es nicht genau sagen, weil natürlich niemand in die Zukunft gucken kann. Aber ein guter Indikator dafür, dass es so ist, sind eben CO2-Preise. Also wenn CO2-Preis relativ hoch ist und mit 55 Euro oder 53 Euro ist er gerade schon sehr hoch, dann könnte man wirklich davon ausgehen, dass die Marktteilnehmer im Durchschnitt davon ausgehen, dass sehr wohl Knappheit generiert wird durch das System. Mhm. Sie also gezwungen sind, Emissionen zu vermeiden und deshalb eben ein Zertifikat, was wir aus dem Handel herausziehen, wirklich eine Tonne Emission weniger bedeutet. Mhm. Und das ist eben einfach ein Vorteil der Compensators-Methode, den wir jetzt schon merken, der wurde mittlerweile auch schon wissenschaftlich untersucht und der eben diese gesamte Methodik im Vergleich recht transparent macht, wenn es um die Zusätzlichkeit geht. Also mit anderen Worten, weg ist weg und nicht weg ist weg, hätte vielleicht auch woanders, wäre auch woanders irgendwie weggegangen oder durch jemand anders weggegangen. Genau. Für euch ist weg, ist weg. Durch jemand anders. Und das ist eben ein Vorteil. Ja. Natürlich haben auch die anderen Methodiken ihre Vorteile. Letzten Endes ist die Schlussfolgerung, dass der Konsument, der Verbraucher eben sich seiner Präferenzen klar sein muss und sich eben dann auf dieser Grundlage für eine Methodik entscheiden möchte. Wenn ich zum Beispiel eben die Lebensumstände einer kleinbäuerlichen Familie in Südostasien verbessern möchte, da ist Compensate das sicherlich der falsche Anbieter. Oder wenn ich sozusagen eine bestimmte Technologie fördern möchte, wenn ich also in effiziente Kochöfen investieren möchte. Das geht bei Compensate das auch nicht. Wir haben keinen Einfluss darauf, welchem Unternehmen wir das Zertifikat letzten Endes wegnehmen. Das kann natürlich eine Energieerzeugung sein, das kann aber auch eine Stahlverhüttung sein, die dann eben das Zertifikat weniger hat. Bei Gesprächen mit Leuten, die an der Elektromobilität zweifeln, also an der positiven Klimawirkung zweifeln oder sich dafür interessieren, da wird ganz häufig gesagt, bei euren E-Autos, da kommen ja die Abgase nicht aus dem Auto, sondern aus dem Kraftwerk. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, die Menge an CO2, die aus einem Verbrennerauto entstehen kann, ne, die ist ja eigentlich nicht gedeckelt. Also dieser Bereich ist nicht gedeckelt. Ich kann im Prinzip so viel CO2
emittieren, wie ich möchte. Ich kann so viel Benzin verbrennen, wie ich möchte. Also man gibt zwar vielleicht eine Deckelung, wie viel darf pro Kilometer entstehen, aber in Gänze darf ich eigentlich, niemand schreibt mir vor, ob ich 20, 50 oder 100.000 Kilometer im Jahr fahre. Jetzt hast du auch gesagt, die CO2-Deckelung ist im, oder die Stromwirtschaft ist eingebunden in dieses System des Zertifikatehandels. Es gibt nicht beliebig viele Zertifikate, also ist irgendwo auch die Menge an CO2 begrenzt. Kann man denn jetzt sagen, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das formuliere, kann man denn jetzt sagen, dass es ist egal, wie viele Elektroautos auf den Straßen mal sein werden, dadurch wird nicht mehr CO2 emittiert, als sowieso durch die Menge der Zertifikate sowieso schon vorher bestimmt ist. Oh je. Also weißt du, was ich meine? Angekommen bei mir, ja, man kann es nicht ganz sagen. Zuallererst, okay. Und ich denke, müssen wir das Vergleichsszenario noch mal ein bisschen zurechtrücken, denn wir sehen ja, wir sind auf dem Weg, dass eben auch der Transportsektor Eingang findet in den Emissionshandel. Mhm. Das findet jetzt in Deutschland gerade auf nationaler Ebene statt, muss und wird früher oder später auch auf europäischer Ebene stattfinden. Und dann ist das natürlich mal die Ausgangslage ein bisschen verändert. Aber um nochmal auf dieses Argument von dir dann zurückzukommen, dann letztendlich das Argument, prinzipiell ja, die Emissionen sind gedeckelt. Wenn da jetzt eben noch ein Sektor mehr hinzukommt und das nicht bewirkt, dass diese Obergrenze eben entsprechend nach oben gesetzt wird, um sozusagen dem historischen Ausstoß dieses Sektors gerecht zu werden. Also wenn man nicht mehr Zertifikate quasi in den Topf tut. Richtig. Okay, dann? Dann würde das zutreffen, was du gesagt hast, allerdings auch nur ein bisschen. Denn durch die Reform des europäischen Emissionshandels und diese neu geschaffene Marktstabilitätsreserve wurde eben ein Mechanismus geschaffen, der erstmals automatisiert Zertifikate löschen kann. Zertifikate, die überschüssig sind im System, von denen es eine Menge gibt. Wenn jetzt also, sagen wir, die ganze oder ganz Europa auf einmal elektrisch Auto fährt, dann würde dieser Überschuss natürlich verschwinden. Ergo würden weniger Zertifikate von der Marktstabilitätsreserve herausgelöscht werden. Ne? Also stellen wir uns die Marktstabilitätsreserve vor wie so ein Instrument, was immer an dieser Obergrenze knabbert, sie immer ein bisschen verringert. Das tut sie dann nicht mehr, wenn auf einmal die Nachfrage sehr viel größer nach Zertifikaten ist. Okay. Also kann ich mich sozusagen, ich kann mich ein bisschen darauf ausruhen, aber ich sollte trotzdem natürlich zusehen, oder wir sollten alle zusehen, dass wir die erneuerbaren Energien einfach ausbauen und damit letztlich die fossilen Energien verdrängen. Letzten Endes darf man einfach die Starrheit des Systems dann nicht dafür verwenden, sich diesem technologischen Wandel zu versperren. Ja, ja. Natürlich muss das System dann angepasst werden, sodass wir eben die Verkehrswende vollziehen können. Ja, genau. Aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht wird die CO2-Bepreisung, aber auch speziell dieses Zertifikatehandelssystem nochmal einen neuen Aufschwung bekommen oder zentrale Werkzeuge werden, um die Klimaschutzziele zu erreichen? Ja, also es ist das zentrale Werkzeug. Es wird es meiner Meinung nach auch in Zukunft sein mit entsprechenden Anpassungen. Der Zertifikatpreis, den wir gerade beobachten, ist ja nichts anderes als die ausgedrückte Erwartungshaltung der Marktteilnehmer. Mhm. An den Börsen wird die Zukunft gehandelt. Durch die Verschärfung der europäischen Klimaschutzziele, durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil haben wir eben einfach gesehen, dass das diesen Preisen nochmal unheimlichen Auftrieb beschert hat. Und so können wir eben einfach davon ausgehen, dass alle damit rechnen. So wird es in Zukunft weitergehen. Der Weg ist klar. Wir müssen diese Wende schaffen. Und der Zertifikathandel wird dabei die zentrale Rolle spielen, auch müssen, weil der ist jetzt schon da. Das politische Kapital wurde aufgebracht, den eben einzurichten. Insofern wird es da auf jeden Fall weitergehen und kompensiert. Das wird weiter daran bleiben, auch Sorge dafür zu tragen, dass die Ambition nicht nachlässt. Henrik, dann von der Stelle von mir aus erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch an diesem wunderschönen Berliner Sommertag dieses Interview mit uns zu machen. Danke erstmal dafür. Und üblich bei uns ist es immer, dass am Schluss der Gast natürlich das letzte Wort hat. Deswegen sage ich an der Stelle schon mal Tschüss. Und Henrik, was wäre jetzt sozusagen dein letztes Wort, dein Fazit an unsere Zuschauer? Ja, danke Julian, danke Steve für die Einladung. Das Fazit ist, es gibt viele Möglichkeiten, was man tun kann, um den Klimawandel zu bekämpfen. Jeder muss dabei seinen eigenen Weg finden, kompensiert das, schafft eben das Angebot, um diesen persönlichen CO2-Fußabdruck auszugleichen. Das ist ein Angebot von vielen. Es muss uns allen klar sein, dass es letzten Endes wie ein großes Puzzle ist. Es gibt viele Puzzleteile, die zusammengesetzt werden müssen. Dazu zählen Klimaschutzziele, dazu zählen mittlerweile eben auch Gerichtsurteile. Aber es zählt eben auch einfach die individuelle Aktion, das Vermeiden von CO2, der Ausgleich von CO2. Und wirklich wichtig ist einfach nur, dass man sich eine Meinung bildet, dass man diese Meinung eben auch vertreten kann und eben auch entsprechend dieser Meinung dann aktiv ist und kompensiert das, hofft eben ein Angebot zu schaffen, was das den Leuten ermöglicht. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dem üblichen
Wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ein Like und abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Und wenn es nicht gut war, dann gebt uns einen Daumen nach unten, schreibt aber auch dazu, was ihr nicht gut fandet. Und wenn ihr noch die Alarmglocke knickt, dann wisst ihr, dann kriegt ihr Bescheid, wenn es von uns was Neues für euch gibt. Henrik, alles Gute weiterhin. Euch auch. Danke. Danke.